Ich habe hier eine Ebene 1, Ebene 2 und soll den Abstand dieser beiden Ebenen berechnen, was nur dann Sinn macht, wenn die beiden parallel sind. Das sind sie auch. Ich schaue mir die normalen Vektor an, die sind gleich. Ja, also der normalen Vektor von E1, der normalen Vektor hat die Koordinaten 2, minus 3, 1, also das, was hier da so steht. Und ich gehe Richtung Hesse, hessische normalen Form, werde E1 in normalen Form umrechnen und dann einen Punkt von E2 da einsetzen. Ach, was in Geometrie immer hilft, sich so eine schnelle Skizze zu machen. Ja, ich habe hier also E1, E2, mein Plan ist mir irgendeinen Punkt P zu suchen, dieses Ding zur Hesse zu machen und dann den Abstand D rauszufinden. So, Hesse geht folgendermaßen. Ich brauche den Betrag von n, das ist Wurzel aus 2 Quadrat plus minus 3 Quadrat plus 1 Quadrat. Wurzel aus 14 ist hässlich, ist aber so. Und dann teile ich da oben das durch Wurzel 14. Ach, den 4er schmeiße ich noch mit Minus rüber. Also, E1, das neue E1 ist, ja, also ich mache einfach 1 durch Wurzel, ja. Also alles wird durch Wurzel, nee, langsam, machen wir es langsam. So, 2x1 minus 3x2 plus x3 minus 4 ist 0. Und eine Gleichung kann ich ja teilen. Ich teile diese Gleichung also durch diesen, so, durch diesen Betrag des normalen Vektors hier. Ich teile durch Wurzel 14. Da kann ich jetzt eine große Klammer machen oder ich kann alles teilen, das ist egal. Und ich mache jetzt mal einen großen Bruch, ist gleich 0. 2x1 minus 3x2 plus x3 minus 4 durch Wurzel 14 ist 0. Das ist mein neues E1. Schön. Und in dieses E1 will ich jetzt diesen Punkt einsetzen. Ja, von E2. Aber den gibt es nicht. Den habe ich nicht. Also hier steht kein Punkt. Jetzt ist, aber ich kann mir einen suchen. Also ich brauche dieser Punkt, der hat irgendwelche Koordinaten. So, ja. x1, x2, x3 und die müssen diese Gleichung erfüllen. Und dann, es gibt ja beliebig viele Punkte, deswegen gibt es beliebig viele mögliche Ergebnisse und ich bin ein denkfauler Mensch. Ich denke mir, wenn ich hier für x3 7 einsetze, dann habe ich 7 gleich 7, setze ich hier 0 und 0 ein. Ja, man kann da ja ein bisschen weniger denkfaul sein. Ja? Also der Punkt 0, 0, 7 liegt auf E2 und diesen Punkt, ja, 0, 0, 7 setze ich an diese Stelle ein. Da wird nicht 0 rauskommen, sonst wäre er ja in E1. Da kommt dann der Abstand raus. So läuft es mit der Hesse-Normalform. Einfach in die Hesse einsetzen und den Abstand rauskriegen. Also ich habe 1 durch Wurzel aus 14, Klammer auf, 2 mal 0 minus 3 mal 0 plus 7 minus 4 ist gleich. Und dann haben wir 3 durch Wurzel 14. Und das ist mein D. Das ist dieser Abstand D zwischen diesen zwei Ebenen. Und so geht's.